Ich bin Ottmar Ilchmann, Landwirt aus Rauderfehn in Ostfriesland, gerade 59 geworden, bewirtschafte hier mit meiner Familie einen konventionellen Milchviehbetrieb. Wir haben 60 Kühe, ungefähr 60 Hektar Land, Hälfte Grünland, Hälfte Ackerland. Ja, und das mache ich jetzt seit 30 Jahren. Da habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Meine Mutter lebt auch noch hier mit auf dem Hof. Ebenso wie meine Frau, meine beiden Söhne. Und ja, da versuchen wir uns so als Familie durchzuschlagen unter schwierigen Bedingungen. Wir machen sehr viel Weidehaltung. Also ich bin davon überzeugt, dass es ein Haltungssystem für Kühe ist, was sehr, sehr viele Vorteile hat für die Tiere, fürs Tierwohl, aber auch für die Umwelt. Nicht zuletzt auch arbeitstechnisch. Im Sommer habe ich nicht so viel zu tun. Die Tiere holen sich ihr Futter selber, bringen ihren Mist selber raus. Da spare ich mir viel Arbeit. Ist es halt ein Low-Input-System, was natürlich aber gewisse Ertragseinbußen auch mit sich bringt. Ich habe nicht die Leistung wie jemand, der intensiv im Stall füttert, aber bin damit eigentlich die letzten Jahrzehnte immer einigermaßen gut zurechtgekommen. Ich bin jetzt, glaube seit mittlerweile 8 Jahren der Landesvorsitzende der Niedersächsisch-Bremischen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Wir sind ein Verband, eine Interessenvertretung für kleinere und mittlere bäuerlich wirtschaftende Betriebe. Wir haben sowohl konventionelle als auch Bio-Mitglieder und wir haben auch einen Teil interessierte Verbraucher oder Menschen aus anderen Zusammenhängen, die nicht unbedingt einen Bauernhof haben. Ja, und unsere Besonderheit ist vielleicht, was uns auszeichnet, dass wir immer versuchen, etwas über den Tellerrand hinauszuschauen, dass wir eben Zusammenarbeit und Austausch mit vielen gesellschaftlichen Gruppen suchen, aus dem Bereich der NGOs, Tierschutz, Umweltschutz, aber auch eine Weltzusammenarbeit, aber auch kritische Verbraucher. Ja, da sind wir breit aufgestellt. Ist ein interessanter, aber sehr beanspruchender Nebenjob, den ich da mache. Aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß. Man kommt so ein bisschen aus den rein landwirtschaftlichen Zusammenhängen raus. Wie gesagt, schaut über den Tellerrand und sieht, dass viele andere Menschen eben auch ihre Probleme haben. Landwirte neigen ja so ein bisschen dazu, im eigenen Dunstkreis zu verbleiben. Viele kennen auch nur Kollegen oder Leute aus dem Umfeld und ja, denken, uns geht's schlecht, wir werden nicht ordentlich gewürdigt. Aber man sieht dann, wenn man mit vielen anderen Leuten sich austauscht und in andere Bereiche mal reinschnuppert, anderen geht es auch nicht immer nur gut und überall gibt es Probleme. Und ich finde es interessant, dass man dann häufig auch durchaus Gemeinsamkeiten entdeckt oder Möglichkeiten des gemeinsamen Handels findet, an die man vielleicht vorher so gar nicht gedacht hat. Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Grußwort von Fridays for Future. Ja, wir haben halt eine Landwirtschaftspolitik in Deutschland, in der EU, aber ich glaube auch weltweit seit etlichen Jahren, die auf Globalisierung setzt, auf Liberalisierung, auf Deregulierung. Ein Beispiel dafür aus jüngster Zeit ist in der Europäischen Union der Wegfall der sogenannten Milchquote. Da hatten wir über 30 Jahre ein System, wo jeder Milchbauer eine betriebsindividuelle Höchstliefermenge hatte. Das ist jetzt vor 5 Jahren aufgehoben worden, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Insgesamt soll eben die Landwirtschaft weltweit konkurrenzfähig gemacht werden, soll nicht mehr in irgendeiner Weise geschützt oder ja, behütet werden sozusagen, sondern sich in freien Weltmärkten bewegen und sich dort auch bewähren und viele Landwirte, gerade jüngere Kollegen, gerade wachsende Betriebe haben sich dieser Herausforderung auch gestellt. Die haben das auch bejaht und befürwortet und jetzt
erleben wir, dass genau die gleichen Politiker, die da immer auf Mehrproduktion, auf Wachstum, auf Liberalisierung und auf Weltmarktfähigkeit gesetzt haben, für viele Bauern überraschend und plötzlich jetzt auf einmal Umwelt, Klimaschutz, Tierwohl und andere Dinge nach vorne tragen, die eben ja dieser Billigproduktion entgegenstehen. Also das ist dann eine Quadratur des Kreises, wenn ich möglichst viel und billig produzieren soll, dabei aber auch noch Umwelt, Klima, Tierwohl und so weiter in hohem Maße beachten soll. Und das Ganze auch möglichst noch ohne Ausgleich. Und das hat eben bei vielen Landwirten so vor anderthalb Jahren für große Verunsicherung oder auch Verärgerung gesorgt und hat die Kollegen eben auf die Straße getrieben. In Indien läuft gerade was ganz Ähnliches ab. Da gab es auch für die Kleinbauern, dort sind die Betriebe natürlich deutlich kleiner als bei uns, häufig ja nur Subsistenzwirtschaft oder kleine Überschüsse werden verkauft. Aber für die gab es gewisse Marktschutz, gewisse Mindestpreise, Abnahmegarantien. Und auch das soll dort jetzt gecancelt werden. Der indische Staat, die indische Regierung setzt auch auf Deregulierung. Ja, und das löst Existenzängste aus bei den Kollegen. Ja, das in Deutschland haben sich die Proteste zunächst eigentlich gegen gesellschaftliche Forderungen gerichtet. Da ging es um die Verschärfung der Düngeverordnung, da ging es um ein Insektenschutzprogramm. Und jetzt nach ungefähr anderthalb Jahren sind wir eigentlich da gelandet, wo eigentlich schon immer der Schmerzpunkt war, nämlich bei den deutlich zu niedrigen Erzeugerpreisen. Gerade wenn man eben durch Auflagen noch mit Kostensteigerungen zu rechnen hat, dann müssen einfach die Erzeugerpreise höher werden. Wir haben in Deutschland ein System etabliert, wo die Bauern eigentlich in allen Bereichen sehr günstig geliefert haben. Und da stoßen jetzt auch große, auch gewachsene Betriebe, auch sehr gut aufgestellte Betriebe mittlerweile an wirtschaftliche Grenzen. Und ich sehe das mit Verwunderung, dass jetzt zum Beispiel große Schweinemäster bei den Demonstrationen durchaus federführend sind. Die Schweinehalter haben nie demonstriert. Sie haben sich immer dem Markt gestellt. Es waren eigentlich eher immer die renitenten Milchbauern, die viel demonstriert haben. Aber jetzt hat diese Erkenntnis, dass das System so nicht funktioniert, auch für die nicht, die immer alles richtig gemacht haben, in Anführungsstrichen, das hat jetzt doch breite Kreise der Bäuerinnen und Bauern erfasst und eben die Leute auf die Straße getrieben. Und da ergeben sich jetzt auch interessanterweise ganz neue Gesprächsmöglichkeiten, vielleicht auch neue Bündnismöglichkeiten, dass man eben mit konventionellen, großen Betrieben über Fragen der Wirtschaftlichkeit ins Gespräch kommt, die vorher eigentlich die kleineren Betriebe eher, Bauernopfer, nenne ich es mal, betrachtet haben, die eigentlich besser möglichst schnell aufhören, damit die Großen ihre Flächen übernehmen können. Also man hat vor einigen Jahren noch, wenn man gesagt hat, der Milchpreis ist zu niedrig, da hat man dann zu hören gekriegt, auch von Kollegen, ja, wenn du für 30 Cent nicht melken kannst, dann hör doch einfach auf. Das sagt heute keiner mehr, weil alle merken, sie können es selber auch nicht. Und die Preisforderungen, die wir schon lange aufgestellt haben, die haben durchaus ihre Berechtigung. Was vielleicht noch ein wichtiger Gesichtspunkt ist, der Bauernverband, dem ja 90% der Landwirte angehören, der hat so ein bisschen seine Rolle als Alleinvertretungsverband verloren, weil er nämlich genau dieses Thema faire Erzeugerpreise seit vielen Jahren gar nicht mehr behandelt hat. Er hat eigentlich sich darauf konzentriert, möglichst günstige Produktion zu ermöglichen. Und wie gesagt, da merken viele jetzt, das stößt an seine Grenzen, dieses System. Und deswegen ist der Bauernverband auch jetzt in diesen Diskussionen um bessere Erzeugerpreise eigentlich gar nicht mehr präsent. Das haben jetzt andere Verbände übernommen.